Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich den Weg hierher gefunden haben, um an unseren Faden, den wir hier knüpfen wollen, weiter gemeinsam zu knüpfen. Und viele von Ihnen, das weiß ich, sind in unterschiedlicher Rolle in genau diesen Themen, auch dieser Ringvorlesung, beteiligt, in dem Absolut und diskutieren. Und ich weiß von Ihnen, dass Sie als Studierende hier in Witten alle wahrscheinlich die Dinge, die wir hier besprechen, zu Hause, in der WG oder wo auch immer Sie sind, diskutieren. Und so wollen wir auch hier heute gemeinsam in die Diskussion kommen, um unsere Ringvorlesung zum Thema Heilen heute, Heilen morgen weiter voranzubringen. Beim letzten Mal sind wir von der Makroebene gestartet. Wir haben auf das Gesundheitssystem geschaut von außen. Wir hatten, wie die meisten von Ihnen, von euch wissen, den Vorsitzenden des Sachverständigenrates für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, so heißt er offiziell, Professor Ferdinand Gerlach da, im einfachen Jargon auch Gesundheitsweisen. Es gibt die Wirtschaftsweisen und die Gesundheitsweisen. Das wäre dieses Gremium und den Sachverständigenrat und den Vorsitzenden da gehabt und haben zusammen mit Eckhardt von Hirschhausen auf die Fragen geschaut. Zum einen, wie sieht es mit der ambulanten Versorgung aus? Wo sind die auch Fehlanreize im System möglicherweise, sowohl in der Ausbildung als auch später dann in der Praxis, auch auf Seiten der Patientinnen und Patienten und dann auch in Bezug auf Humor, die Frage, wo sind Aspekte der positiven Psychologie und des Humors in der Medizin, in der Ausbildung, aber dann auch nachher in der Praxis, wo bleiben die? Sind die wichtig oder nicht? Von der Makroebene wollen wir jetzt heute, oder ein kleiner Nachtrag zur Makroebene, zwei ganz aktuelle Themen. Das eine ist von letzter Woche, der ein oder andere von Ihnen, die ein oder andere von Ihnen liest möglicherweise online oder parallel das Deutsche Ärzteblatt, vielleicht. Wertfrei, durchaus interessant, auch für Sie schon während des Studiums möglicherweise, ob Sie jetzt auch vielleicht unmittelbar betroffen sind als Medizinstudentin oder Studentin oder im unmittelbaren oder mittelbaren Bereich. Durchaus interessant zu gucken, was da die Themen sind. Und das Thema, was im Ärzteblatt schon längerem, aber jetzt im Moment wieder sehr stark aufkommt, ist die Ärztegesundheit. Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten. Und Sie haben vielleicht gehört, dass der Weltärztebund von einer Burnout-Epidemie unter Ärzten spricht. Gerade aktuelle Daten aus den USA sind dramatisch. Ich habe selber gerade eine Studie auf den Tisch bekommen, vorgestern, wonach 58% der Medizinerinnen und Mediziner, der praktizierenden, also der fertigen Ärztinnen und Ärzte, 58% ein Burnout haben. Damit zwar zur Arbeit gehen, aber eigentlich nicht sollte. 58%, das ist eine Hausnummer. Ich will gar nicht in die Details eingehen, wie man das misst und was das überhaupt ist, aber das ist eine sehr renommierte Publikation gewesen. Also lange Rede kurzer Sinn, ein Problem, das wir auch im Deutschen Ärzteblatt jetzt sehr offensiv immer stärker sehen. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen, werden wir auch heute drüber hören, möglicherweise. Und das andere Thema, das mag jetzt vielleicht für Sie sehr ein kleinzelliger Ausschnitt aus dem System sein, aber der kam gerade heute auf meinen Tisch. Warum sollte ich das nicht an der Stelle mal erwähnen? Weil wir ja aus der Systemperspektive kamen. Ganz aktuell gibt es im Moment Krach im deutschen Gesundheitswesen, weil der aktuelle Gesundheitsminister Spahn, das haben Sie vielleicht mitbekommen, für sich beschlossen hat, dass das Fettabsaugen unter bestimmten Aspekten von den Krankenkassen bezahlt werden soll, die Liposuktion. Und der gemeinsame Bundesausschuss, auch das haben wir letztes Mal gehört von Herrn Gerlach, der zwischen Krankenkassen, Ärzteschaft und Politik als Gremium des Bundesgesundheitsministeriums normalerweise festlegt, was die Kassen bezahlen dürfen, sagt, nein, das soll nicht bezahlt werden, weil die Evidenzlage nicht ausreichend ist. Und Herr Spahn wäre der erste Gesundheitsminister, der sagt, das ist mir egal, das wird bezahlt. Das Thema kann man jetzt, wollen wir gar nicht weiter besprechen, aber es ist sehr interessant, dass wir im Moment eine Situation haben, in der vieles, was im Gesundheitswesen etabliert ist, von verschiedenen Seiten, von Ärztinnen und Ärzteverbänden, von Patientinnen und Patienten, aber auch vom Bundesgesundheitsminister selbst, in Frage gestellt wird. Das könnte man jetzt positiv sagen, ist eine spannende Zeit, in der Strukturen durchaus sich auch verändern.
Jetzt kommen wir zu heute, zur Meso-Ebene. Wir wollen also jetzt von der Adlerperspektive auf die Ebene gehen, wo es in den Kontakt zwischen Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten geht, die Begegnungs- und Beziehungsebene. Bevor wir dann, ich sage es am Ende nochmal, beim nächsten Mal auf die Mikroebene gehen, nämlich das Ich, das Selbst. Wir als Therapeutinnen und Therapeuten oder wir als Ärztinnen und Ärzte oder wir als Menschen. Heute also geht es vor allen Dingen auch um uns Menschen, aber um diese Ebene zwischen mir selbst und dem Patienten und der Patientin. Insofern, da wollen wir hineingehen. Und bevor ich zu viel der Worte verwende und dann auch die Referentinnen und Referenten vorstelle, haben wir einen kleinen Einspieler netterweise bekommen. Ich drücke jetzt hier einfach drauf und dann wird es dunkel. Brauchen wir das Dunkel? Aber es ein bisschen dunkler machen, oder? Wenn Sie an einen guten Arzt oder eine gute Ärztin denken, haben Sie da ein Vorbild im Kopf? Ich habe keine konkrete Person im Kopf. Also ein konkretes Vorbild habe ich jetzt nicht so wirklich im Kopf. Im Beruf der Krankenschwester bin ich ehrlich, nein. Meine Mama. Also sie war keine Krankenschwester, sie ist Altenpflegerin, hat aber ziemlich spät erst angefangen, als meine Schwester und ich alle schon in der Schule waren. Und die hat mich immer mitgenommen und da war von mir von Anfang an klar, ich möchte auch in die Pflege und halt anderen Menschen helfen. Welche Lücken hast du dich im Berufsanfang? Ja, das Problem ist, dass in der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin beispielsweise die Notfallaufnahme viel zu kurz kommt und Notfallsituationen nicht so geübt werden, dass ich dafür so vorbereitet war. Hier fallen viele Bereiche an, die man auch in der Ausbildung gar nicht lernt, beispielsweise Labor und EKGs. Das ist in der Ausbildung relativ knapp oder gar nicht angeschnitten worden. An sich die Hürden so gab es nicht, vom Team gut aufgenommen worden. Wie gesagt, die vorgenannten Aspekte fehlten leider in der Grundausbildung. Da fallen mir gerade zwei konkrete Beispiele ein. Einmal hatte ich einen Block in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, wo ich abgestellt worden bin und nichts machen durfte, wo wir als Studenten relativ als unwissend und unkompetent empfunden wurden und das Gefühl hatten, eher den Ärzten auf dem Fuß zu sitzen, anstatt wirklich helfen zu können, obwohl das Bedürfnis da war, was zu tun. Und das fand ich sehr schade, weil ich das Gefühl hatte, ich kann überhaupt nicht das, was ich eigentlich gerne machen möchte, umsetzen. Und gleichzeitig ist es natürlich richtig, dass man als Student erstmal anders herangeführt werden muss, wenn man mit einem Patienten arbeitet. Und dann gab es aber auch Blöcke, zum Beispiel in der Neurologie, wo wir eigene Patienten hatten. Wir haben die betreut mit einem Arzt zusammen, hatten aber wirklich die Aufgabe, auch die Fallgeschichten der Patienten vorzustellen, das heißt irgendwie eine Verantwortung auch zu übernehmen. Und ich habe in jedem von uns Studenten gesehen, dass es eine unglaubliche Motivation in uns erzeugt, diese Verantwortung übernehmen zu dürfen und einem Patienten so nah sein zu dürfen. Und wir sind mehrmals länger geblieben, als es vorgesehen war, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich darf ja mitwirken. Und das ist ein total motivierendes Gefühl. Ich habe jetzt 1,5 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Da kommen einfach Themen hoch, die einen persönlich bewegen. Und es gab auch Supervisionen. Nur hätte ich mir gewünscht, dass die vielleicht neutraler gewesen wäre. Also sie war jetzt vom Personal im Krankenhaus. Und klar bietet das... Ist das eine angenehme Möglichkeit, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der das Gleiche erlebt hat? Aber durch das Hierarchiegefälle, was es leider doch gibt, ist es manchmal schwierig für mich gewesen, dann auch wirklich das zu erzählen, was war, auch wenn ich mich bemüht habe. Aber es wäre hilfreich, wenn das jemand Neutrales gewesen wäre. Also ich glaube, eine ganz große Hürde am Anfang ist auf jeden Fall, das umzusetzen, was man im Studium gelernt hat. Natürlich haben wir in Witten insbesondere auch sehr viele praktische Einheiten, wo wir früh praktisch lernen. Aber dann wirklich eine Station alleine zu managen, alleine mit den Patienten zu sein, wirklich sich zu überlegen, was mache ich jetzt oder was braucht der Patient, was braucht er vielleicht auch nicht. Da überhaupt erstmal einen Weg zu finden, konkret, wenn man mit Patienten konfrontiert ist, ein Gespür zu entwickeln, was mache ich jetzt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Das ist, glaube ich, für viele auf jeden Fall eine Hürde. Genauso auch die Angst vor der Verantwortung. Also ich glaube,
das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt für viele, die aus dem Studium kommen und anfangen zu arbeiten, diese Angst vor der Verantwortung mitzunehmen, anzuerkennen, aber damit auch irgendwie umzugehen. Und wie war für dich die Situation im Krankenhaus? Was glaubst du, welche Auswirkung Druck auf dich im Arbeitsalltag hat? Also ich denke, dass wenn quasi ein Umfeld oder eine Situation so ist, dass Druck entsteht, dass das eher dazu führt, dass ich eher zu Kurzschlusshandlungen neige oder auch irgendwie ja, durch den Stress, der dadurch entsteht, eher nicht mehr so gut in der Lage bin, auch wirklich nachzudenken und auch zu reflektieren, was ich tue oder was ich tun möchte oder was ich antworten möchte. Und es eher sozusagen zu Kurzschlussreaktionen kommt. Und ich denke, das ist was, was eigentlich sich nicht positiv auf die Behandlung von Patienten auswirkt und auch nicht positiv auf meine Lernerfahrung im Krankenhaus. Bei Druck habe ich viel, viel größere Angst, was falsch zu machen, was zu übersehen, was manchmal so, also sogar dazu führt, dass ich länger brauche, ja, für die Patienten, obwohl ich denke, ich möchte möglichst schnell das machen und so viel Angst habe durch diesen Druck, was falsch zu machen, dass ich dann irgendwie denke, ja, das, die Untersuchung kann ich jetzt nicht weglassen, weil sonst mache ich nachher was falsch oder irgendwie so. Und also ich glaube, Druck ist dann aber auch irgendwas, was dann fürs Privatleben, wenn man abends nach Hause geht, schon auch ein großer Faktor ist. Also wenn man als junger Mensch dann so viel Druck erlebt im Alltag, keine Pause hat, keine Pause machen kann, Leute um einen rum sagen, du musst schneller werden, die Ambulanz sitzt voller Patienten, dass man, wenn man dann nach Hause geht, ist man ja einfach nur noch müde und möchte schlafen. Und ich glaube, auf Dauer kommt dann einfach der Ausgleich zu kurz. Früher hat man zwar in meiner Generation eigentlich auch, deswegen muss es bei mir nicht besser klappen, Druck erzeugt, die Handen oder eben Edelstein. Aber ich kann besser arbeiten, wenn ich einen Zuspruch habe, dass ich weiß, dass halt eben meine Arbeit geschätzt wird, dann geht mir die Arbeit leichter von der Hand und Druck kennt mich in meiner Arbeit. Ja, wer von Ihnen oder euch hat in den Einspielern, die wir gesehen haben, Dinge entdeckt, die ihn oder sie selbst auch betreffen, wo man sich drin wiederfindet und fragen darf? Wer von euch hat Dinge gefunden? Nur mal Hand hoch, dass ich sehe, wie weit ihr selber berührt seid. Okay, die anderen, mal schauen. Vielen Dank für diesen Einspieler, super. Einige der Protagonisten, die wir gesehen haben, sitzen ja auch hier. Unglaublich viel Engagement und Arbeit ist da eingeflossen, um die einzelnen Dinge für uns hier aufzubereiten, um uns ein bisschen anzuteasen. Dafür ganz lieben Dank. Und wie gesagt, die Bühne ist eröffnet. Unser heutiges Thema heißt etwas von Eckhardt auf den Punkt gebracht, Wunsch und Wirklichkeit von Medizinstudium und Klinikbetrieb, wenn entfaltete Persönlichkeiten auf Chefs treffen, die einen zusammenfallen. Wir bleiben bei unserem Format, so wie wir es auch die ganzen anderen Termine vorhaben, nämlich, dass wir jeweils zwei Referentinnen oder Referenten hier haben werden, beziehungsweise, wenn man so will, Institutionen, Gruppierungen, die mit verschiedenen Perspektiven oder verschiedenen Aspekten des Themas kommen und uns etwas anbieten. Wir werden also einen Impuls haben und dann hoffentlich möglichst intensiv, vielleicht auch kontrovers, gemeinsam in die Diskussion geraten. So ist die Idee. Und wir beginnen mit der Kollegin Sigrid Harenzer, Professor Harenzer aus Hamburg. Sie ist Internistin und Nephrologin. Sie ist Oberärztin in der Universität Hamburg, medizinische Fakultät, in dem Universitätskrankenhaus Eppendorf, UKE, für viele Menschen in der Medizin, auch gerade in der Ausbildungsforschung, eine ganz wirklich wichtige Adresse. Sigrid Harenzer ist neben ihrem Tun als Nephrologin und Internistin, hat sie einen Master of Medical Education
beschäftigt sich sehr lange mit medizinischer Ausbildung, war Prodekanin unter anderem in Hamburg an der Medizinischen Fakultät und ist jetzt Leiterin der Sektion für Ausbildungsforschung, hat dort auch erhebliche Mittel eingeworben, um in diesem spannenden Gebiet zu forschen und wird uns erzählen von dem, was sie tut und was sie vielleicht selber auch an Fragen hat und umtreibt und was sie gerade beschäftigt. Sigrid. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlichen Dank, Tobias, für die nette Einführung. Was mich als erstes umgetrieben hat, war dieser Titel von der Gesamtveranstaltung, Heilen heute, heilen morgen. Ich habe so einen Moment darüber nachgedacht, was ich in meinem klinischen Alltag in der Nephrologie erlebe. Und da sind eigentlich über 90% der Menschen, die ich sehe, chronisch krank. Und dieser Wunsch, sie zu heilen, den gibt es da nicht, aber mit ihnen ihren Weg, den sie vor sich haben, möglichst gut zu gehen. Deswegen finde ich den Titel sehr interessant. Vielleicht kommen wir da auch noch drüber ins Gespräch. Für den Vortrag heute habe ich eine meiner Kolleginnen gebeten, mal ein Foto zu machen, wie sie sich denn Ärzte und Ärztinnen heute vorstellt. Und sie hat mir dieses Foto hier zur Verfügung gestellt. Und ich dachte mir, okay, also da gibt es irgendwie einen Laptop. Ich habe was verkehrt hier mit dem. So ist es an. Da gibt es hier einen Laptop und ein Stethoskop und einen Stift und einen Kaffeebecher. Aber irgendwie sind da überhaupt keine Patientinnen und Patienten drauf und der Arzt oder die Ärztin auch nicht. Und es soll aber ja irgendwie darum gehen, wie werde ich eigentlich ein guter Arzt oder eine gute Ärztin? Und was das genau ist, weiß man nicht so richtig. Und wir sprechen heute eher auch von, haben wir eben in dem Einspieler auch schon gehört, von jemandem, der kompetent ist. Und ich war vor einiger Zeit auf einem Workshop und da sollten Leute Fragen auf Karten schreiben. Und da hat jemand auf die Karte geschrieben, wie erkennt man echte Kompetenz? Und das Echte ist so in Anführungszeichen geschrieben, was ja irgendwie impliziert, dass es offenbar auch falsche Kompetenz geben kann. Also kann man drüber nachdenken. Und in der zweiten Runde sollten Leute, die eine Antwort auf die Fragen hatten, auch Karten hinhängen. Und da hat jemand diese Karte darunter gehängt. Das merkt man. Also offensichtlich hat man das irgendwie im Gefühl, ob jemand kompetent ist oder nicht. Aber diejenigen von Ihnen, die Loriot kennen, mit dem hartgekochten Ei, ja, mit deinem Gefühl stimmt was nicht. Also in der Medizin haben wir es ja eigentlich lieber, wenn irgendwie die Dinge so ein bisschen evidenzbasiert sind und man auch beweisen kann, um was es eigentlich genau geht. Und ich habe Ihnen deswegen hier einmal als erstes, wovon sprechen wir eigentlich, eine mögliche Definition von Kompetenz mitgebracht. Kompetenz ist die Fähigkeit zu handeln in einem definierten Kontext, in einer verantwortlichen und angemessenen Weise und unter Berücksichtigung von komplexem Wissen, Fertigkeiten und Haltungen. Und damit ist auch sofort klar, dass es nicht die Kompetenz geben kann, sondern dass Kompetenz offenbar aus vielen verschiedenen Facetten besteht und dass die Kompetenz von Ärztinnen und Ärzten eine andere ist als in anderen Berufsgruppen und dass das alles einen gewissen Rahmen haben muss. Jetzt hatte Tobias Esch gerade schon gefragt, wer fühlte sich in dem Einspieler angesprochen oder hat Dinge erlebt. Da kamen ja verschiedene Aspekte von Kompetenz schon vor. Und wir haben im Rahmen dieses BMBF-Projektes gemeinsam mit der Universität Oldenburg und der Technischen Universität München eine Sammlung gemacht unter leitenden Ärztinnen und Ärzten in der Chirurgie und in der inneren Medizin und haben die gefragt, auf welche Kompetenzen achten sie in einem Bewerbungsgespräch? Und da kam eine Sammlung heraus mit diesen 25 Aspekten, also jemand soll wissenschaftlich begründet arbeiten oder mit Fehlern umgehen können
auf Angehörige und Pflegende achten und so weiter. Also das waren die Dinge, die da genannt wurden. Und dann hat uns im zweiten Schritt interessiert, wenn man sich jetzt jemanden anschaut, der frisch von der Uni kommt und seinen ersten Arbeitstag oder sein erstes Arbeitsjahr geht in einem Krankenhaus, welche dieser 25 Kompetenzen spielen denn dann eine Rolle? Also die sollten jetzt mit einem Bogen gerankt werden von 1 bis 25 und das haben wir an den verschiedenen, diesen drei Universitäten gemacht, wiederum in der inneren Medizin und in der Chirurgie. Und Sie sehen hier das Gesamtranking, welche Top 10 Kompetenzen kamen denn da für Personen am ersten Arbeitstag raus. Also Verantwortung hier hat Platz 1 bekommen, haben wir gerade in dem Einspieler auch gehört. Kennen von persönlichen Grenzen und Möglichkeiten, Teamwork, Empathie und Offenheit, strukturiert arbeiten, Dringlichkeit erkennen, Umgang mit Fehlern, aktives Zuhören, wissenschaftlich begründet arbeiten, ethisches Bewusstsein zu haben und verbale Kommunikation mit Kolleginnen und Supervisoren. Es gab ja, hatten Sie ja gesehen, noch eine ganze Reihe von anderen Kompetenzen, die man auch mitbringen sollte, aber offensichtlich sind dieses diejenigen, die im ersten Jahr oder vielleicht auch am ersten Arbeitstag eine wichtige Rolle spielen. Und in unserem Projekt haben wir basierend auf diesen Top 10 sozusagen, die von diesen drei Hochschulen herauskamen, folgendes Projekt entwickelt. Wir haben eine Simulation entwickelt für einen ersten Arbeitstag im Krankenhaus mit einer 360-Grad-Bewertung. Das heißt, alle an diesem simulierten ersten Arbeitstag beteiligten Personen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ihrer Perspektive bewertet zu verschiedenen dieser Kompetenzen. Zuerst gab es eine Sprechstunde mit insgesamt 5 Simulationspatientinnen und Patienten. Die Teilnehmenden waren Medizinstudierende dieser drei Hochschulen ab dem 10. Semester, also 10. Semester und praktisches Jahr. Und denen wurde ein Oberarzt, eine Oberärztin zugeteilt. Natürlich wussten die Teilnehmenden, das ist eine Simulation. Und der Oberarzt hat sie begrüßt. Guten Tag, schön, dass Sie heute hier anfangen in unserer Klinik. Hier ist Ihr Diensttelefon und Ihr Dienstplan. Und leider habe ich heute Gäste da, um die ich mich kümmern muss. Sie können mich aber jederzeit anrufen, wenn es irgendwas gibt. Und ich würde Sie bitten, meine Sprechstunde, also diese Sprechstunde hier, durchzuführen. Sie können mich anrufen, ich komme zwischendurch auch mal 5 Minuten vorbei, wenn es gerade passt. Und nach 3 Stunden kommt dann jemand, der zum Spätdienst den Dienst von Ihnen übernimmt. Also haben die Teilnehmenden diese Sprechstunde hier durchgeführt und gingen anschließend, das ist hier mit Studienzeit bezeichnet, in eine Phase, wo sie in einem Arztzimmer saßen, einen Laptop hatten, mit dem sie im Internet recherchieren konnten, auf allen Seiten, wo sie wollten, mit dem sie Blutabnahmen anfordern konnten, Röntgenbilder bestellen oder irgendwelche andere Diagnostik, die für die Patienten und Patientinnen erforderlich war. Und während dieser Zeit kam es zu verschiedenen Interaktionen, zum Beispiel mit Pflegekräften, also echte Pflegekräfte, keine simulierten. Zum Beispiel kam eine Pflegekraft rein und hat gesagt, Herr Müller hat Schmerzen, was kann ich dem denn mal geben? Oder das Telefon klingelte und das Labor war dran und die Laborassistentin sagte, ich wollte Ihnen Bescheid sagen, Herr Meier hat einen Kaliumwert von 6,8. Oder das Telefon hat geklingelt und es meldete sich jemand und sagte, meine Großmutter ist gestorben, ich kann heute nicht zum Spätdienst kommen. Also so die typischen Dinge, die in einem Arztzimmer passieren, wenn man da versucht, in Ruhe seine Patientinnen und Patienten zu bearbeiten und dann musste man sich um diese zusätzlichen Probleme auch kümmern. Und dann gab es als letztes ein Übergabegespräch. Jetzt kam ein echter Assistenzarzt oder eine echte Assistenzärztin zu einem Übergabegespräch. Und hier sollten jetzt diese 5 Patientinnen und Patienten übergeben werden in einer Weise, dass der Kollege oder die Kollegin mit diesen
Patientinnen dann weiter arbeiten kann, so wie es für die Einzelnen erforderlich war. 360-Grad-Bewertung hatte ich gesagt, das heißt, alle Beteiligten haben verschiedene Dinge bewertet. Die Schauspielpatienten und Patientinnen haben die Empathie und die Gesprächsführung bewertet. Die Pflegekräfte, Oberärzte, Oberärztinnen und Assistenzärzte, Assistenzärztinnen haben die verschiedenen Top 10 Kompetenzen bewertet auf der Basis der telefonischen oder echten Interaktionen und auf der Basis des Übergabegespräches. Und die Teilnehmenden haben sich auch selbst bewertet zu verschiedenen Aspekten. Noch ein letzter Theoriepunkt, der nochmal wichtig ist. Wo ist das eigentlich angesiedelt? Dieses sind zwei Taxonomien, einmal ein Rahmenwerk nach Miller, was beschreibt, wie man sozusagen üblicherweise im Studium hier diese Treppe, eigentlich ist es eine Pyramide, wir haben es umgebaut in diese Treppe, also zunächst muss man irgendwie Wissen erwerben, dann wissen, wie es angewendet wird, dann zeigen, wie es geht und am Schluss muss man das tun. Und die Taxonomie nach Bloom zeigt, wie diese Stufen hier zu erklimmen sind. Also erstmal muss man Wissen erinnern, dann muss man es verstanden haben, anwenden können und dann durch Analysieren und Bewerten. Das ist ja das, was man zum Beispiel mit Blutergebnissen oder Röntgenbildern machen muss, sich hier kognitiv weiterentwickeln und letztendlich muss man kreieren, handeln und auf der obersten Stufe steht dann das professionelle Handeln auf der Basis von Kompetenzen. Das ist sozusagen der Hintergrund und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kommt denn dabei raus? Und wir haben uns als erstes einmal angeschaut, wie gut, ach ich habe noch vergessen zu sagen, die Anamnesegespräche, da waren wirklich nur die Schauspielpatienten oder Patientinnen im Raum und es wurde auch Video aufgezeichnet. Und wir haben uns anschließend die Videos angeschaut unter der Maßgabe, welche für das medizinische Weiterdenken wichtigen Aspekte wurden von den Teilnehmenden erfragt. Also Aspekte, die dann für das Anfordern von Röntgenbildern beispielsweise wichtig gewesen wären und die der Schauspielpatient tatsächlich auch genannt hätte. Und Sie sehen hier einmal nur die Hamburger Teilnehmenden und alle 30 Teilnehmenden zusammengenommen haben im Mittel 56% nur, muss man ja sagen, in Klammern, von Aspekten erfragt, die eigentlich zum medizinischen Weiterdenken für diese Patienten wichtig gewesen wäre. Hier ist es nochmal nach den einzelnen Patientenfällen, also für Männer und Frauen gibt es keinen signifikanten Unterschied, aber hier für Fall Nummer 3, das war eine Patientin mit Bauchschmerzen, die nachher als Diagnose eine perforierte Sigma-Divertikulitis hatte, also eine Entzündung am Darm, wo aufgrund der Entzündung ein Loch aufgetreten ist. Und hier wurden 70% der wichtigen Aspekte erfragt. Abdomen kommt bei uns im Hamburger Curriculum ziemlich viel vor und wir haben uns das dann so ein bisschen so erklärt, dass die Studierenden hier in der Arztrolle da offensichtlich medizinisch sehr gut Bescheid wussten oder zumindest besser als bei den anderen Fällen. Jetzt ist die zweite Frage, das ist sozusagen einmal die medizinischen Kenntnisse, aber wie steht es denn mit der Empathie, die von den Schauspielerinnen und Schauspielern bewertet wurde. Und hier gibt es jetzt eine Punktwolke, ich führe sie einmal nochmal durch, was hier wo zu sehen ist. Also hier sehen Sie wieder auf dieser Achse die Prozent der Anamnese-Details, die wichtig sind rauszubekommen. Das heißt, wir würden uns wünschen, dass man möglichst hier oben liegt. Und die Bewertung der Empathie, Achtung, wichtig zu beobachten, hier ist eine niedrige Punktzahl sehr empathisch und eine hohe Punktzahl wenig empathisch.
Also am liebsten möchten wir natürlich, das sind die einzelnen Gespräche hier, 150 Gespräche, möchten wir, dass alle hier liegen, also sehr empathisch und medizinisch sehr viel rausgekriegt. Aber das ist leider nicht der Fall. Es gibt auch Leute, zum Beispiel hier unten in der Ecke, die werden als sehr empathisch von den Patientinnen und Patienten erlebt, kriegen aber für das medizinische Arbeiten in der Anamnese gar nicht genügend Details raus. Das ist ziemlich gefährlich, weil zu solchen Ärzten die Patientin oder der Patient wieder hingehen würde, aber die Behandlung vielleicht nicht so gut ist. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die kriegen relativ viel raus, aber werden von den Patientinnen und Patienten also nicht so empathisch erlebt. Kann man sich auch fragen, warum kommt das so raus? Wir haben auch in Hamburg Kommunikationskurse und da machen die, wenn man sich da die Videos anguckt, wird auch gefilmt, können die Studierenden das eigentlich sehr gut. Aber in dieser, wir haben schon über Burnout, Stress und so weiter gesprochen, in dieser Situation, wo es jetzt darauf ankommt, was rauszukriegen, werden viele dieser Regeln, die man da gelernt hat, dann doch nicht beachtet. Jetzt ein zweiter wichtiger Punkt in der Selbstbearbeitung ist, wie wird denn mit Labor- und CT-Anforderungen umgegangen. Hier, das sind Daten nicht aus diesem BMBF-Projekt, sondern aus einem Vorläuferprojekt, was gleichzeitig auch mit niederländischen Teilnehmenden an der Uni Utrecht lief. Und Sie sehen hier, dass die Hamburger Studierenden für alle Patienten signifikant mehr Blut- und Blutlaboruntersuchungen angefordert haben. Und aber genauso gut oder schlecht auf die Diagnosen gekommen sind. Also offenbar machen die Hamburger Teilnehmenden hier eine ganze Menge Dinge, die eigentlich für die Behandlung oder für die Diagnostik gar nicht erforderlich gewesen sind. Und noch ein bisschen dramatischer wird es bei den CT-Untersuchungen. Die niederländischen Teilnehmer haben 31 angefordert, die Hamburger Teilnehmenden 72. Und besonders dramatisch ist hier Patient Nummer 1, das war die Mutter eines 5-jährigen Kindes, die darüber berichtet, dass das Kind Durchfall hat und schon seit längerem und so weiter. Und nachher kommt als Diagnose eine SPRU heraus, also eine Erkrankung, wo bestimmte Nahrungsmittel nicht gut verstoffwechselt werden können. Und natürlich ist es sehr fahrlässig, 20 von 30 Teilnehmenden wollten bei einem 5-jährigen Kind eine CT-Untersuchung machen, die gar nicht indiziert gewesen wäre. Also ein für uns sehr dramatisches, aber auch wichtiges Ergebnis, was uns dann veranlasst hat, hier im Unterricht tatsächlich Dinge zu verändern. Die einzige Patientin, wo das CT indiziert war, war die Patientin Nummer 3, von der ich gerade schon berichtet hatte mit der perforierten Sigma-Divertikulitis. Da haben die niederländischen Teilnehmer das sehr gut erkannt. Okay, jetzt hatte ich ja noch darüber gesprochen, dass die verschiedenen Berufsgruppen die Teilnehmenden auf der Basis der Kompetenzen bewertet haben. Das ist hier eine sehr volle Tabelle. Also hier sind einmal die Oberärzte, Oberärztinnen, Assistenzärztinnen, Pflege. Und wir schauen uns nur einmal an, was wurde am besten bewertet. Das war hier bei den Ärzten Teamwork und Kollegialität und bei der Pflege die Übernahme von Verantwortung. Insgesamt muss man sagen, dass die Pflege, das ist eine 5-Punkte-Skala, etwa einen Punkt besser bewertet im Mittel als die Ärzte und die Assistenzärzte und Ärztinnen etwas besser bewerten als die Oberärzte. Dann noch die Frage, wo wurden die Teilnehmenden am wenigsten kompetent bewertet? Das war in der Kompetenzstruktur, Arbeitsplanung, Management, Erkennen von Dringlichkeit, also in dieser Selbstbearbeitungsphase, wo man eben mit vielen verschiedenen Problemen gleichzeitig konfrontiert war. Und wir haben jetzt gerade auch schon gehört, Burnout ist ein zunehmendes Problem und wir wollten von den Teilnehmenden auch wissen, nach welcher dieser Arbeitsphasen sie sich
belastet oder am stärksten belastet gefühlt haben. Und das sehen Sie hier, das ist ein Bogen, der Anspannung, Zweifel, Sorgen, Besorgnis, Unruhe, Unwohlsein und Beklommenheit misst, so zum selber ankreuzen. Und das sind die drei Phasen hier, also die Sprechstundenzeit sind die weißen Balken, dann die Studienzeit oder eben diese Managementphase, die schwarzen, und das Übergabegespräch, diese grauen Balken. Und das korreliert eigentlich sehr gut mit der Beobachtung der Kompetenz, dass hier die Belastung in allen diesen sechs Dimensionen am höchsten erlebt wurde und da ja auch die Bewertung der Kompetenz von allen Gruppen am niedrigsten gewesen ist. So viel zu den Ergebnissen von diesem Projekt. Jetzt hier nochmal dargestellt, wie funktioniert eigentlich professionelle Entwicklung und wo stehen wir da mit unseren Prüfungen. Und zunächst mal hier ist man, vielleicht nehmen wir die Fahrprüfung als ein Beispiel, also man nimmt Fahrunterricht und ist erstmal hier Anfänger. Dann kann man das irgendwann mit Kupplung und Schalten und so weiter schon ein bisschen besser, dann ist man fortgeschritten und irgendwann hier oben macht man eine Prüfung, so einen theoretischen und einen praktischen Test, und dann wird man als kompetent erachtet, dass man ein Fahrzeug führen kann und muss eigentlich bisher zumindest in Deutschland nie wieder eine Prüfung machen. In der Medizin ist es ein bisschen anders, da kommt irgendwann ja noch eine Facharztprüfung, aber zunächst mal hat man hier seine Approbation und dann geht die berufliche Tätigkeit los und irgendwann ist man Profi, also kann vielleicht auch einen Laster fahren oder wird Experte und fährt auch auf dem Nürburgring. Und es gibt eine andere Profession, wo auch hier immer wieder Prüfungen eingezogen sind, und das ist die Luftfahrt. Da muss man jedes Jahr einmal in den Flugsimulator, und da wird nicht nur geguckt, ob man das technisch alles gut kann, sondern auch, wie man kommuniziert und so weiter. Und deswegen haben wir uns gedacht, für die Validierung unseres Formates ist es vielleicht interessant, ein bereits validiertes Format oder Teile davon zu verwenden und unsere Teilnehmenden an diesem ersten simulierten Arbeitstag auch durch diese, in diesem Fall Pilotenaufnahmeprüfung, also für die Pilotenschule, zu schicken. Und das, was die Teilnehmenden dort machen mussten, war der sogenannte Group Assessment Performance Test. Da geht es darum, dass man in kleinen Gruppen, in Teams von 4, zum Beispiel Planungsaufgaben bekommt, zum Beispiel einen Dienstplan planen muss, bestimmte Vorgaben hat, also wer Weihnachten und Silvester Dienst hat, wie lang man fliegen darf ohne Pause, wann man eine Übernachtung einplanen muss, und jede Person bekam auch noch eine Besonderheit, die sie versuchen sollte durchzudrücken, also ich möchte Weihnachten unbedingt in New York sein oder Silvester zu Hause bei meiner Familie. Und unten auf den Monitoren laufen so kleine Rechenaufgaben, beispielsweise 2x6 und daneben 3x4. Und wenn das Ergebnis gleich ist, muss man auf die Enter-Taste drücken. Und alle 10 Sekunden wird eine neue Aufgabe eingespielt und man soll möglichst viel richtig drücken. Also nur wenn dieselben Ergebnisse herauskommen. Und es werden damit 6 verschiedene Kompetenzen getestet. Da sitzen 2 Psychologen dabei, die sich Notizen machen. Und hier ist einmal so ein Beispiel Regelorientierung, wie das bewertet wird auf so einer 6-stufigen Skala. Also ganz schlecht ist, beachtet mehrfach mehrere Regeln nicht, beachtet mehrfach eine Regel nicht oder einmal mehrere Regeln nicht. Oder beachtet einmal eine Regel nicht. Und auf der positiven Seite ist, beachtet alle Regeln immer, also das ist ziemlich gut, beachtet alle Regeln und gibt Hinweise auf Regeln, und sehr gut ist, beachtet alle Regeln, gibt Hinweise auf Regeln und korrigiert Teamkollegen, die Regeln nicht beachten. Also durchaus sehr wichtig,
beispielsweise für uns in einer Reanimationssituation oder so, wo es schnell gehen muss. Und hier jetzt einmal dargestellt das Abschneiden der, unserer Teilnehmenden. Die Dimensionen sind Führung, Zusammenarbeit, Belastbarkeit, Aufmerksamkeit, Kommunikation und Regelorientierung. Die dunklen Balken sind die Medizinstudierenden, 70 an der Zahl von diesen drei Fakultäten. Und die hellgrauen sind Flugschulbewerberinnen. Und diese gepunktete Linie ist der Cut-off, der wichtig ist, um auf die Flugschule aufgenommen zu werden. Also man muss in allen Dimensionen über dieser Linie hier liegen. Und wir sehen, also in Regelorientierung sind unsere Medizinstudierenden hier sehr gut, aber in Aufmerksamkeit würden sie nicht das Level erreichen, was von also angehenden Pilotinnen und Piloten erforderlich ist. Und das, was mich noch etwas nachdenklicher hat werden lassen, ist diese Folie hier. Hier sind jetzt nur die Medizinstudierenden aufgetragen nach dem 10. Semester und dem praktischen Jahr. Und auch die 10 Semester erreichen in Aufmerksamkeit nicht die, die Flugschule, aber sie sind signifikant, erreichen einen signifikant höheren Wert als die teilnehmenden PJ-Studierenden. Was auch immer das bedeutet, können wir vielleicht gleich noch darüber diskutieren, aber es war auf jeden Fall etwas, was uns hat sehr nachdenklich werden lassen, weil Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit ja eine sehr wichtige Dimension ist, gerade in Gesprächen mit Patientinnen und Patienten, mit Kolleginnen und wenn man versucht, medizinisch am Ball zu sein und die Perspektive der anderen wahrzunehmen. Deswegen würde ich gerne schließen mit folgenden Punkten, die jetzt sowohl in dem Einspieler als auch durch dieses Projekt vielleicht angerissen wurden. Zum einen spielt Studierendenauswahl vielleicht doch eine größere Rolle, als wir gedacht haben, wenn das für Flugschülerinnen und Flugschüler so bedeutend ist? Oder gibt es bestimmte Kompetenzen oder Persönlichkeitseigenschaften, die man schon mitbringen muss, die man nicht lernen kann in der Aus- oder Weiterbildung? Dann, welche Rolle spielen Regeln und die Übernahme von Verantwortung? Wie wichtig ist Feedback in Prüfungen oder auch im Studium? Also möchte man jetzt so einen Bogen einfach bekommen, wo Punkte draufstehen? Die Studierenden in unserem Projekt haben alle gesagt, nein, wir möchten lieber ein Feedback haben von den Schauspielern, von den Pflegekräften und den Ärzten. Das Thema Vorbilder wurde auch gerade schon angerissen. Das ist die Frage, wie ist das denn mit den CTs bei uns? In der Notaufnahme sagt man ja vielleicht immer schnell, mach mal ein CT und das ist vielleicht halt doch nicht nötig. Also was lernen wir einfach durch Abgucken und was ist denn tatsächlich professionelles Verhalten, wie wir arbeiten. So viel als Input. Vielen Dank. Ja. Ja, super spannend, ein bisschen ernüchternd und manches auch so amüsant. Was haben Sie für, was für Punkte gehen durch den Kopf, gerade auch auf die Frage, die Sie für Herrn Ressart an die Tafel geworfen hat? Ich fange mal mit einem Aspekt an, der mir gerade nochmal durch den Kopf ging, als du die professionelle Entwicklung, die Kurve gezeigt hast, diese schönen Verläufe vom Anfängerstatus zum Expertenstatus, das heißt über die Zeit, wird man irgendwann immer weiser und wissender. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt ein Modell oder glauben wir wirklich, dass das in der Medizin so ist? Da würde mich doch mal interessieren, also wenn ich mal ganz ehrlich und selbstkritisch bin, war mein Wissen in Bezug auf bestimmte konkrete medizinische Handlungsempfehlungen vor 10 Jahren besser als heute, wenn ich das mal ganz selbstkritisch an dieser Stelle sagen darf. Also meine Kurve würde ich, wenn man das differenziert, nach unterschiedlichen Kompetenzbereichen, würde in bestimmten Bereichen meine Kurve so nicht aussehen. Ja. Also da würde ich mich nochmal interessieren, ob das ein Modell ist oder ob wir allen Ernstes glauben,
Wissen wird immer mehr, und wenn man da oben irgendwann mal ist als Weißkittel-Chefarzt oder Chefärztin, dann bleibt man da oben. Ja, also so ist es natürlich nicht, das ist ganz richtig. Es ist tatsächlich ein Modell, von dem ich nur den Idealverlauf, ich zeige es vielleicht nochmal, von dem ich nur den Idealverlauf dargestellt habe. Und das, was dahinter steckt, ist das Konzept der sogenannten Entrustable Professional Activities, also anvertraubare professionelle Handlungen. Und ich hatte jetzt als ein Beispiel das Autofahren genannt. Daran kann man das eigentlich so schön erklären, weil ja doch die meisten irgendwann mal Führerscheinprüfung machen. Und für so eine Handlung braucht man eben das, was wir eingangs in der Kompetenzdefinition gesehen hatten. Man braucht Wissen, man braucht Fertigkeiten und auch eine bestimmte Haltung, wie ich Auto fahre. Und darunter subsumiert sind bestimmte Kompetenzen. Jede solcher anvertraubaren Fähigkeiten wäre in so einem Modell hinterlegt. Ich nehme jetzt mal als Beispiel aus der Medizin eine Visite auf einer internistischen Station durchführen können. Das wäre so eine anvertraubare Tätigkeit. Und die kann man vielleicht zum Zeitpunkt, wo die Prüfung läuft, hat man vielleicht verschiedene dieser Komponenten, die da dazugehören, alle schon einzeln gelernt, aber noch nie eigenverantwortlich, außer man ist hier mitten auf der Station, wo die Pilotlerinnen und Pilotler in der Assistenzarztrolle arbeiten, hat man das noch nie gemacht. Und im Idealfall würde man sich hier so weiterentwickeln. Es kann aber natürlich auch sein, dass man darin nie Profi wird und die Kurve, also das hier gar nicht erreicht, sondern so verläuft. Oder vielleicht sogar hier runter geht. Also ich will das nochmal ein bisschen pointieren. Wir reden ja oft von Zuschreibung. Also Kompetenz ist ja auch eine Zuschreibung. Ich vertraue mich jemandem an, ja, um das, den Begriff von dir mal aufzunehmen, in der Annahme, ich schreibe jemandem die Kompetenz zu. Ich erinnere mich an meinen PJ, weiß nicht, einige von Ihnen werden das vielleicht auch schon in der Formulatur oder sonst erlebt haben, dass in dem Klinikum, wo ich damals war, ich nenne jetzt nicht, wo das war, immer alle Schiss hatten, wenn es gerade so war, dass ein Privatpatient war und alle anderen Oberärzte, die bestimmte Dinge gut konnten, nicht da waren und der Chef selber operierte. Dann hatten alle wahnsinnigen Schiss, weil die Komplikationsrate groß ging, es musste meistens nachoperiert werden, es war ganz furchtbar. Und das durfte natürlich keiner wissen, weder die Patientinnen und Patienten noch alle anderen, aber der Chef war ein Risiko, weil der habilitiert war, furchtbar viel publiziert hat, ein super Experte in seinem Gebiet, aber praktisch, ich sag mal im Windverlauf, nie da oben angekommen war. Genau. Und so, und wenn man dann als junger Student, das hätte ich jetzt mal sagen können theoretisch, mit Wissen an bestimmten Punkten weiter oben ist und plötzlich heißt es in Operationen, weil man mal den Mund aufmacht, Maul halten, Haken halten, nur mal so als Beispiel, dann kommt da so ein bisschen Musik in diese Kurve rein. Und meine Frage nochmal, die Zuschreibung der Expertise in deiner Grafik war bei den Pflegerinnen und Pflegern höher als was bei den Assistenzärztinnen und Ärzten, bei denen noch höher als bei den Oberärzten und Chefs. Also nochmal die Frage in Bezug auf diese Kurve. Wahrscheinlich gibt es ganz viele verschiedene Kurven. Ja, genau. Es gibt für jede anvertraubare Fertigkeit, zum Beispiel einen Blinddarm zu operieren, könnte man so eine Kurve machen. Und manche, die das gar nicht brauchen, so wie ich zum Beispiel als Internistin, meine Kurve für einen Blinddarm operieren ist, ich kann vielleicht noch so einen Knoten machen, den man da braucht, um die Haut zuzunähen, aber die verläuft irgendwie hier. Weil das ist auch keine Tätigkeit, die man mir anvertrauen würde. Dieses ist ein Modell, wie die Kurve für eine bestimmte Handlung, wie Autofahren, Visite machen, Blinddarm operieren, verlaufen kann. Aber das bedeutet nicht, dass die muss nicht mal hier bei kompetent landen. Da gibt es
eine Frage, ja. Vielleicht, ich komme gleich auf Sie zu, ich wollte noch den zweiten Teil der Frage beantworten. Was macht man denn eigentlich in so einer OP, wenn man sieht, da läuft was falsch und so weiter? Das wäre die Kompetenz, jetzt Kommunikation mit Personen, die eigentlich supervidieren. Und man ist da als Assistent. Die Anästhesisten haben ein Modell, das heißt Speak Up. Das heißt, wie lernt man sich zu trauen, einem hierarchisch Vorgesetzten zu sagen, dass gerade irgendein Problem ist oder dass da ein Fehler passiert? Und zum Zweiten, was mache ich, wenn der dann schreit oder sich ungut verhält? Also das ist eine wichtige Kompetenz zu lernen. Das kann manchmal darin enden, man kann natürlich nicht die andere Person ändern. Und wenn ich ein paar Mal was gesagt habe und mir wird immer auf die Finger gehauen, ich glaube, dann ist das Einzige, was man machen kann, diese Abteilung zu verlassen. Aber es soll einen zunächst mal nicht daran hindern, sich selber professionell zu verhalten. Das war die Kompetenz Umgang mit Fehlern. Das meint die eigenen Fehler, aber eben auch die der anderen. Genau, und jetzt hatte die Kollegin eine Frage. Ich hätte mal interessiert, normalerweise bei Fahrschülern kennt man das ja, dass es diese Expertenphase gibt, wo man eigentlich kein Experte ist, sich aber vollkommen überschätzt, welche Dinge tut, die man nicht kann. Und eigentlich würde mich jetzt mal interessieren, inwieweit man genau das schon mal auf die Medizin übertragen hat und das schon mal evaluiert hat. Mir ist kein Projekt bekannt, was das in so einer Phase, also in so einer Phase evaluiert hätte, aber es ist natürlich eine interessante Frage. Das hat ja was mit der Selbsteinschätzung zu tun und gut ist es natürlich, wenn man jetzt so ein Prüfungsformat, will ich es mal nennen, wie diesen simulierten ersten Arbeitstag hätte und quasi die Bewertung von außen, von den verschiedenen Berufsgruppen, aber auch die Selbsteinschätzung, das konnten wir aus verschiedenen Gründen jetzt nur zur Belastbarkeit machen, aber zu anderen Dimensionen nicht. Aber das würde einem vielleicht ganz gut einen Spiegel geben mit dem entsprechenden Feedback dann dazu, warum hat man sich selber so eingeschätzt und warum schätzt einen die andere Person vielleicht anders ein. Also das Wichtige ist, du hast es gerade auch nochmal gesagt, dass wir ja jemandem Kompetenz zuschreiben, die basiert ja auf irgendwelchen Wahrnehmungen, die wir hatten, die uns das glauben lassen, entweder berechtigter oder nicht berechtigter Weise. Also das ist vielleicht auch der Unterschied zur, also zur echten Kompetenz und zur falschen. Also vielleicht gibt es auch jemanden, der macht tolle Show, aber es ist nichts dahinter. Also das gibt es vielleicht ja auch. Und da quasi immer die, also den Blick so drauf zu haben und das auch zu hinterfragen und dann auch offen damit umzugehen, wenn Fehler passieren. Aber das ist etwas, was man eben auch lernen muss. Dina, du bist. Ja, mir kommt bei der ganzen Diskussion, weil Sie auch gerade sagten, es gibt verschiedene Kurven für verschiedene Kompetenzbereiche oder bestimmte... Na, für Entrustable Professional Activities, das ist sozusagen der Fachbegriff, der dahinter ist. Mir ist dann auch im Kopf gekommen, dass ja auch kritisiert wird, dass die Ärzte immer spezialisierter werden und den breiten Blick aus den Augen verlieren. Also ich denke gerade an einen Fall, von dem ich jetzt gehört hatte, da hatte ein Junge irgendwie viermal einen Knochenbruch an der gleichen Stelle und wurde auch entsprechend oft operiert, bis dann irgendwann mal jemand ihn zu einem Hormonspezialisten schicken musste, um festzustellen, dass er einen Vitamin D-Mangel hat. Ja. Und dann mögen die vielleicht in ihrer Sparte sehr kompetent sein, aber als Arzt an sich in dem Moment gar nicht mehr kompetent und auch im Hinblick auf den Patienten nicht hilfreich, wenn sie ihn toll operieren können, aber nicht die eigentliche Ursache finden, wenn sie so spezialisiert sind. Ja, also das ist ein ganz riesiger Themenbereich, den Sie ansprechen, den man unter kognitive Denkfehler zusammenfassen kann und das, was wir unter Clinical Reasoning, also begründete Entscheidungen treffen, verstehen. Es gibt ja auch populär wissenschaftlich, vielleicht kennen das einige, ein Buch von Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens, wo genau solche Fehler, also es passiert irgendwas, wo man eigentlich mal sagen müsste, das ist nicht normal, dass da dreimal oder viermal an derselben Stelle was bricht, dass man sozusagen diese Achtsamkeit behält, dann zu sagen, da stimmt was nicht und eben nicht seine Kompetenz zu überschätzen, ich bin jetzt derjenige, der da wieder noch die nächste Platte drauf schraubt. Das ist etwas, was
ja, glaube ich, mit dem Thema Achtsamkeit was zu tun hat, wo wir ja relativ erschreckende Zahlen gerade zu sehen haben. Das würde mich tatsächlich auch mal interessieren, hier an euch. Was macht das mit uns als Studierende möglicherweise, wenn wir in so eine Situation geraten, wo wir das Gefühl haben, Heimann hat das in dem Einspieler gesagt, in der Differenzierung, glaube ich, zwischen Neurologie und HNO, dass man das Gefühl hat, man wird abgestellt. Ja, also man, mit den Kompetenzen, die ich habe, die ich mitbringe, werde ich nicht gefragt. Also ich habe die Kompetenz eigentlich, weil ich es gelernt habe, aber es wird nicht abgeholt. Und ich weiß in bestimmten Dingen vielleicht etwas, aber das interessiert jetzt mal vielleicht gar nicht. Wie erlebt ihr das, wenn ihr selber in solchen Situationen seid? Oder kennt ihr das gar nicht? Oder wer kennt das? Willst du da nochmal, du hast es eben ja schon gesagt in dem Film, aber sag mal, was macht das mit uns auf so einer emotionalen Ebene? Üben? Ja. Also, das Gefühl, nicht das zeigen zu dürfen, was man gelernt hat oder nicht den Raum zu bekommen, den man gerne nutzen möchte. Also wenig Entfaltung ist dann möglich. Und wenn ich das jetzt höre, also wütend, nicht den Raum nehmen, wenig Entfaltung, und dann kommt plötzlich der Mensch, dem die Zuschreibung Kompetenz entweder anhand der Pieper, die er trägt, ja, also Notfallpieper, Bereitschaftspieper, Hintergrundpieper oder sonst was, oder der Name der Tür, der besonders lang ist oder irgendwas, also gibt der Zuschreibung, die sind manchmal auch sehr formal. Absolut, das ist mit dieser Grafik auch nicht gemeint, dass sozusagen nur weil es der Chef ist, dass das auch der Experte ist. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Aber darf ich auch noch was fragen? Ja, absolut. Da waren noch zwei Wortmeldungen, aber ich wollte noch fragen, also es macht wütend, haben Sie gesagt. Gab es etwas, was Sie hätten tun können, damit Ihre Kompetenz besser wahrgenommen worden wäre? Oder ist das sozusagen auf einer Kommunikationsebene stecken geblieben oder gar nicht möglich gewesen aufgrund des ganzen Umfeldes? Wir als Studenten waren zu viert auf der Station, es ging uns allen so und es endete letzten Endes damit, dass wir gesagt haben, nach mehrfacher Kommunikation, wir setzen uns ins Zimmer und setzen uns jetzt vor die Bücher, weil es nicht so viel Sinn macht. Mhm. Und das war tatsächlich über eine Woche eben schon so, dass wir versucht hatten, mehr mitarbeiten zu dürfen. Aber was ich interessant finde zu dem Thema noch, ist, dass oftmals ich von Patienten gespiegelt bekommen habe, oder ich glaube, das können viele vielleicht auch bestätigen, dass Patienten unglaublich gerne mit Studenten auch sprechen. Also wenn der Student reinkommt und sich mal die Zeit nimmt, dann ist das ja zum Beispiel eine, könnte man jetzt Kompetenzkommunikation sagen, die aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht weil der Arzt keine Zeit dafür hat oder sich die nicht nimmt oder was auch immer es ist, aber sei mal dahingestellt. Aber da ist eine Kompetenz von einem Studenten, die vielleicht über das Maß, was der Arzt im Klinikalltag macht, höher hinausgeht. Und, da gibt es sogar eine Studie zu von der Uni Tübingen, genau, wo PJ-Studierende in der Notaufnahme mitgearbeitet haben und man dann geguckt hat, wenn die Patienten auf Station waren, wer hat die richtigeren Enddiagnosen, die Patienten im Entlassungsbrief stehen hatten, gefunden? Waren das die Assistenten aus der Notaufnahme oder die PJ-Studierenden? Und es waren tatsächlich die PJ-Studierenden. Und vermutlich war der Faktor, dass man sich mehr Zeit nehmen kann und gründlicher nachdenken. Nur kurz ergänzt, dann kommt die Wortmeldung. Wir selber hier in Wissen-Herdecker machen dazu auch Forschung, gerade im Gemeinschaftskrankenhaus. Friedrich Edelhäuser ist da, gibt es genau dazu auch eine Doktorarbeit, nämlich der Unterschied zwischen dem Erleben aus Patientensicht in Bezug auf Kompetenzzuschreibungen bei PJlern und dann Ärzten, die auch dort arbeiten, aber nicht mehr PJler sind. Und das ist wirklich hochinteressant aus Patientensicht. Wobei ich dieses Dilemma, möchte ich fast sagen, was du aufgezeigt hast, das empathisches Erleben auf Seiten der Patienten und Frage, was ist jetzt am Ende rausgekommen, das ist ja auch knifflig, würde ich jetzt gar nicht in das Detail gehen, aber das steht ja im Extremfall sogar gegeneinander, was eigentlich seltsam ist, ja. Ja. Die Dame hatte sich, glaube ich, achso, wer hat sich zuerst gemeldet? Müsst ihr beide euch einigen.
Ihre Studie, die Sie vorgestellt haben, indem Sie mit Ihrem ersten Arbeitstag, das waren jetzt aber wahrscheinlich keine Studenten, die das erste Mal überhaupt sich beworben haben, sondern einfach Assistenzärzte, oder? Nein, das waren alles PJ-Studierende oder Leute aus dem 10. Semester von diesen drei Universitäten, beziehungsweise einmal von diesem Pilotprojekt auch von der Uni Utrecht, also da liegt natürlich alles auf Niederländisch, und die konnten aber freiwillig mitmachen. Okay, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil ich fand es jetzt auch interessant, natürlich mit den niederländischen Ergebnissen. Und was ich weiß von dort, ist, dass dort die Weiterbildung vor allem viel besser strukturiert ist. Und was ich halt merke als Studentin in Formulaturen, dass viele Assistenzärzte total frustriert sind, weil sie eigentlich endlich Verantwortung übernehmen können oder dürfen oder sollen, aber dass eben manche Kompetenzen im Praktischen einfach noch nicht da sind, weil man die als Student halt auch nicht machen darf. Oder, und dann ist eigentlich eine Phase, die dann kommt, ganz wichtig, dass man erstmal mit den Oberärzten oder wie auch immer einfach da ins Tun kommt und diese Kompetenzen auch lernt. Und wenn man dann also eigentlich mit, so sag ich mal, mit ganz vielen kleinen Störfaktoren die ganze Zeit irgendwie davon abgehalten wird, irgendwie, dass das Lernen wirklich weitergeht, so im Umfeld der Verantwortung, dass dann eben eine große Unsicherheit entsteht und so weiter und so weiter. Und da haben die Niederländer eben wirklich ein gutes Konzept, wo die Weiterbildung sehr gut strukturiert ist. Und deswegen dachte ich, jetzt wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das zu erklären. Aber vielleicht bauen die das im Studium ja auch schon ein. Offenbar, ich glaube schon. aber der Punkt mit der Verantwortung, das war ja auch Platz 1 auf der Liste, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Wir haben im Feedback von den Teilnehmenden dann gehört, dass die gesagt haben, Wahnsinn, ich bin jetzt am Ende vom PJ und ich habe zum ersten Mal gespürt, wie sich das anfühlt, wenn ich für 5 Leute, und das waren ja nur simulierte Patienten, verantwortlich bin. Also dieses Erleben ist trotz des PJs nicht möglich, also im herkömmlichen PJ. Mein Vorschlag, wir machen jetzt Ihre Frage, wäre noch, Paul. Also ich würde, das passt insofern ohnehin, weil mein Vorschlag wäre, wir nehmen jetzt Ihre Frage noch und dann, weil das Thema, das nächste Thema ist schon so im Raum, dass mein Vorschlag wäre, ich würde dann, es sei denn, das ist eine ganz konkrete Frage zu der, okay, dann machen wir die beiden. Also erst Sie, dann Paul und dann würde ich sagen, wir gehen direkt zu Medizin und Menschlichkeit, weil das tatsächlich so im Raum ist, dass das wunderbar sich dann anschließt. Passt eigentlich ganz gut. Ich wollte noch mal einen Aspekt, der mir irgendwie gefehlt hat, gerade ansprechen. Also die Haltung, Sie haben es schon mal erwähnt, aber irgendwie für mich ist auch bis jetzt alle Leute, die mich irgendwie inspiriert haben in Bezug auf Kompetenz oder dieses, man merkt es, dass echte Kompetenz da irgendwie anwesend ist, sind alles Leute, die irgendwie in ihrer Ausrichtung oder in ihrer Haltung wirklich zumindest auf Heilung oder auf Liebe ausgerichtet sind und sich deswegen irgendwo sekundär tatsächlich ausstatten mit Kompetenzen und gleichzeitig die Offenheit haben, zu gucken, was ist jetzt wirklich das Heilsamste, was passieren kann und nicht eben zum Beispiel in die Konkurrenz gehen und sich gegenseitig ausstechen und übertrumpfen wollen und da gar nicht in der Lage sind, das zuzulassen, was gerade eigentlich wirklich hilfreich wäre. Also ohne diese Ausrichtung gibt es zwar viele hochgepushte Kompetenzen, die dann im Raum sind, die aber eigentlich gar nicht wirklich angebunden sind. Wenn ich die Patienten später irgendwann sehe, hat das gar nicht geholfen, diese ach so professionelle Intervention, die zwar super aussieht, aber eigentlich überhaupt nicht mehr angebunden ist an eine Heilungsrealität. Also das war sozusagen in dieser Beurteilung von, wer ist wirklich kompetent oder nicht, ist für mich dieser Kernpunkt der Haltung irgendwie absolut essentiell. Ja, absolut. Da haben wir auch noch Aspekte zum Umgang mit Fehlern und so weiter, wo das so ein bisschen rauskommt, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Aber ich glaube, Ihr Punkt ist sehr wichtig für die Grenze zwischen, was kann ich tatsächlich lernen und was bringe ich als Mensch schon mit. Und das ist genau der Grund, warum diese 6 genannten Aspekte in der Piloten- und Pilotinnenschule quasi im Auswahlverfahren überprüft werden und die Leute da einen bestimmten Level mitbringen müssen, weil von den Ausbildenden gesagt wird, diese Aspekte können wir nicht vermitteln, sondern so muss man, einiges davon muss man auch schon mitbringen. Dann mache ich ein ganz kleines Fragezeichen dran. Ja, wir werden nachher auch weiter diskutieren. Weil die Frage, ob man sowas wie liebesvolles Zuwenden und im Kontakt sein, ob das etwas ist, das ist Gott gegeben und das bringt man mit oder nicht, oder ob das nicht doch auch etwas ist, was man entwickeln kann, würde ich zumindest noch ein Fragezeichen dran machen. Nächstes Mal haben wir das Thema Placebo, du selbst, Placebo, Selbstheilung und Heilung auch durch die Interaktion. Genau. Also da ist das
Jawohl, Paul. Na, mir war noch die eine Stelle aufgefallen, wo es um die Aufmerksamkeit ging. Da haben sie Aufmerksamkeit und Achtsamkeit so fast gleichgesetzt. Das hat bei mir so ein bisschen eine Dissonanz erzeugt. Ja. Zum einen sozusagen einfach, weil ich das für zwei sehr unterschiedliche Sachen halte, sozusagen die Konzentrationsfähigkeit und die Achtsamkeit, würde ich es mal sozusagen jetzt ein bisschen klarer, weil es wirklich auch zwei wichtige ärztliche Kompetenzen sind im Krankenhaus. Und dann auch sozusagen die Fragen, die Sie gestellt haben, woran könnte das liegen? Da habe ich nämlich eine Idee. Und zwar meine persönliche Erfahrung und auch die als Assistenzarzt im Anleiten von Studierenden, dass das Wissen akkumuliert. Und das gibt sozusagen vom 10. Semester zum PJ oft nochmal so einen richtigen Peak, weil die Studierenden dann sozusagen nochmal ganz sortiert Wissen anhäufen. Also ganz viel Buchwissen lernen. Und das aber noch überhaupt nicht anwenden können, weil es halt ein totales Abstraktum ist. Und ich habe dann auch erlebt, dass die 10-Semester-Formulanten halt häufig sehr viel besser arbeiten konnten als die PJler, weil die von diesem ganzen Wissen überfordert waren, was sie plötzlich was bei ihnen durchratterte. Mhm. Wenn sie die Patienten gesehen haben, was muss ich alles beachten? Da hatten die sozusagen so eine ganze Bibliothek, die da aufging. Und dann waren die erstmal beschäftigt, diese Informationen zu sortieren. Also da fehlt sozusagen auch eine Integration eigentlich von diesem ganzen Wissen, was dann sozusagen zu einer Fähigkeit eigentlich erstmal wird. Genau. Das ist so. Das ist ein guter Punkt. Also das Problem ist, in diesem Test, der ist auf Englisch konzipiert, da ist der Begriff Awareness und gemeint ist damit tatsächlich, dass man alles im Blick behält, also sowohl diese laufenden Rechenaufgaben, als auch, dass man nachher den Dienstplan korrekt auf seinem, also dass man so gut zuhört, dass man auf seinem Dienstplan alle Leute richtig eingetragen hat. Deswegen würde ich es vielleicht schon eher als Achtsamkeit übersetzen wollen, in diesem Pilotenauswahlverfahren, weil gemeint ist, dass man achtsam ist und bestimmte Aspekte, die man braucht, um ein gutes Ergebnis nachher zu bekommen, einfach wahrnimmt. Nicht im Sinne von Konzentration. So. Wunderbar. Prima. Herzlichen Dank dafür und wir leiten direkt wieder über, würde ich sagen. Danke.